anstrengend, Luis. Sehr, sehr anstrengend. Luis hat gefragt, wie es im Urlaub war. Aber toll. Solltest du mal nach London fahren können, dann mach das. Ich bin schockverliebt in die Stadt und auch geschockt von der Stadt. Nico? Buongiorno. Wie lange ist das? 40 plus. I'm a little bit tired, Giorgio. Natalie is tired, I am tired. London, great. Great and shocking. if you can visit London, do it. Do it. But you need a lot of money. Das ist Abbey Road. Na, dann schick doch mal die Oma vorbei. Me too. I don't want any discussion. No football discussion. Danke, Mr. Freeze. Danke. Servus. Sag mal nochmal. Immer wenn du Rücken hast, kommt immer jeder so daher. Naja, also ich bin überhaupt Fußballfan. Jan Sommer, ja, genau so schaut er aus, ja. Nee, ist er nicht. Ich bin Fußballfan und vornehmlich der Nico. Hallo. Bayern-Fan, aber seit gestern bin ich wieder nur Fußballfan. Ja, wie ich es immer gesagt habe, der Penny ist so. Wow. Also ich persönlich bin mit meinem Bowling-Stil nicht kompatibel mit String-Pins. Ich habe da zu wenig Umdrehungen oder die falsche Spielweise. Ich weiß nur von einigen Bayernliga- oder Bundesliga-Spielern, ja, es ist halt auch viel Glück dabei, aber wir werden nicht drum rumkommen. Es werden immer mehr von diesen String-Pin-Set dann aufgebaut werden, weil es einfach günstiger ist. Das ist halt einfach so. Ja, das ist Unterföhring, genau. Ja, aber wir werden nicht drum rumkommen. Das nützt nichts. Seht ihr eigentlich das Bild klar oder ist das bei euch auch so ein bisschen nebelig? Hi Günther. Nico hat es gestern von mir schon bekommen im Training und heute kriegt das von Manuel. Vielleicht kapiert das da. Dankeschön. Nee, das wird schon so ein, zwei Jahrzehnte, Günther, dann kriegt er das auch gebacken. Aber wieder,
pendelt so hoch. Aber das kennen wir ja. Dankeschön. Also ich würde nochmal 1,67% so, abzuhören. Hello again. Ja, der Sträum ist gut. Das ist gut. Paper straws. Paper straws are... No, not good. Yes, we're doing great. A little bit tired from the trip of London, but great. Oh, Nico. This is Nico. Manuel is a little bit sick. So I'm back. Thank you. I throw 4 times. Official 300. Nico and Natalie not. Gerade konzentriert. Danke, Basti. Handball? Nee, Handball spielen wir nicht. Das wird zu doof. Eight? What's eight? Eight. Giorgio, do you not have anything to work or school or something? Ja, beide sind Einhandspieler. Irgendwann kommen die Zweihandspieler auch noch dazu. Aber das am Mittwoch ist immer so ein bisschen Special Training. Wie lange heute? Theoretisch 2 Stunden. Schauen wir mal. Sind heute zu wenig, darum wird es auch ein bisschen weniger sein von der Zeit her. Okay. Last year of school, okay? I'm so young, yes. Was meinst du, Mannschaft? But you're still, you're 18, 19, oh, Giorgio. Das ist im Dream Bowl unter Föhring. Oh, das war mal guter. Ja. Yeah. Momentan sind wir 2-mal in der Woche auf der Dream, Dienstag und Mittwoch. Ja, beide oder alle, die jetzt da sind, spielen. Also links seht ihr das eben im Rücken, das ist der Manuel, das ist der Eigentümer von dem Pro Shop hier auf der Dream Bowl, E-Max Bowling. Sehr zu empfehlen im Übrigen. Rechts der Nico, der spielt auch bei Unterföhring bei uns. Bayernliga, wir sind allerdings abgestiegen jetzt. Schauen wir mal, welche Liga das wir nächstes Jahr spielen. Und Natalie spielt erste Bundesliga, Damen. Süd.
muss jetzt dazu sagen, wir haben jetzt das Spielen angefangen ohne irgendwelche Probeschübe oder irgendwie sowas. Also das erste Spiel braucht ja gar nicht rechnen, sage ich mal. Und es ist Training. Training zählt eigentlich sowieso nicht, das Ergebnis. It's only practice. Pattern is Abbey Road, Georgia. It's a little bit difficult. Wieder besser. Not always. Because you know, we are a little in trouble with the national team. But I knew the, what's happened there. Do you see Max Lorenz, huh? Or the Austrian guy? Yes, that's Munich. Yeah, this is München. Unterföhring. Nico um die 180 und die Nathalie ein bisschen drunter im Moment, aber das kannst du nicht zählen, weil wir, wie gesagt, im Training sind. Yeah, for some people the scores were higher. For other people the scores were very low. Especially for the woman. 30. Lower than the boys. Yes, Team Ball Palace. Ja, da fliegt schon wieder alles um. Der war auch genial, der Streik. Ja, perfekt. Auf den Kopf und alles fällt um. Team Ball Palace in Unterföhring. Georgia, 30. In the average. Lower than the boys. Wir auch, kommt drauf an, welche Uhrzeit wir fahren. Manchmal ist es auch eine Stunde, bis wir hierher brauchen. Das ist immer unterschiedlich. Ei, ei. Yes, yes, 100% urethane. I don't like urethane. Warum? Wo kommt ihr denn dann alle her? 5 Stunden von hier? Ja, das ist Deutschland, da hast du recht. Oh, Darmstadt, okay. Mach ich noch nicht, muss ich sagen. Garmisch, na klar. Dream Ball Palace in Unterföhring bei München. Deutsche Klippe. Garmisch war ich erst letztes Jahr, 20-jährige Hochzeit. Sure, but it's not working. I don't know why.
Beim Manuel kaufst du alle Bälle, ja dann schön. Manuel, grüß mal. Grüße. Natürlich gibt es immer Tipps für Anfänger, um besser zu werden. Aber da müsste ich dich spielen sehen, weil sonst kann ich keine Tipps geben. Doch, das Runde muss ins Eckige. Das ist ein klugscheißer Tipp. Nee, das ist ein richtig guter Tipp. Der runde Ball muss in die eckigen Pins. Ja, was? Eckige Pins? Warte, jetzt mach ich mal schnell. Also unser Sport ist ganz einfach. Wir lassen 18 Meter entfernt von den Pins einen Bowlingball los, der auf den rutscht. Der noch Technologie hat, mit dem Kern, macht eine Drehung drauf, die spielen mit einer bestimmten Geschwindigkeit und treffen ganze 5 Pins maximal. Und hoffen, dass alle umfallen. War gut, oder? Ja, das war der Manuel. We want Emacs in Italy. Ja, Giorgio. Ja, Giorgio. My E-Mail. Send me an E-Mail. And we work something out. We know what lane talk is. But lane talk is here, not working. Round about 180. Yes, das ist in Mingala, hast du recht. Unter Föhring. By the way, if you like us, leave a like, follow, spend money. All for bowling. Da können wir öfters live gehen, vielleicht sogar auf Turniere auch irgendwann einmal, weil Bowling ist halt einfach auch teuer. Das vorher war im Übrigen der Manuel. Yes. You're right, Giorgio. I don't know about Nico is not... Weil er nicht auf mich hört, der Nico. Nico's not hearing about me. Listen to me, yes. Now he have to listen to Manuel. Kannst du sein, hat andere Worte. Dankeschön. Genau. Oh, das ist cool. Super, Jungs. Dankeschön. Wie gesagt, Tipps für Anfänger ist immer schwierig. Man muss sehen, wie jemand spielt. Dann kannst du Tipps geben. Vielleicht machen wir wirklich mal ein paar Videos, um zu sehen, wie Anfänger oder für Anfänger. Aber das ist einfach schwierig, das ohne den Anfänger zu erklären und zu zeigen. Giorgio, do you see we switched something about Natalie's release? Yeah, she plays league, German Women's National League. Faster and more, you will see, more refs. Behind the ball, under the ball. Manuel, was heißt auf Englisch drehen? Auf Englisch drehen? Spin, more spin, thank you. My English is, katastrophal. Was Video über Wurftechnik für Anfänger machen? Okay, ich mach mal was. Ich mach mal so, wie wenn ich ein Anfänger wäre. Das können wir mal machen. Was? Das kann ich nicht hin. Nein, der George hat gefragt, weil ich gesagt habe, ob er was gesehen hat, was wir verändern. Und er sagt, ja, also wie ist es, warst du schon? Bei wem? Bei dir, ach bei so. Wem denn sonst? Nee, bei dem da hinten. Some special drill for Nico?
Jetzt beschwer dich noch einmal über mich. Was? Nein, alles gut. Ja, du brauchst Dynamik, aber das geht zu viel. Kannst du übrigens daheim, kannst du fragen. Ja, manchmal ist es nicht so einfach, wenn man eine Trainingsaufgabe gibt. Dann kriegt man das erste Mal nicht so hin. Das ist wie bei jedem Sport. Das ist immer ein bisschen schwierig. Nicht ungeduldig sein, zuschauen, lernen. Ja, auch woanders hin switchen, wenn es euch zu langweilig ist. Ja, bei La Paz. Spiel doch mal, mach doch mal. Das sind dann immer die, was sagt man da? Markus? Ist wurscht. Macht Spaß. Giorgio, Tuesday and Wednesday. Wenn es Motivation war, gerne willkommen. Geistersport der Welt, richtig. Wir sind, oder Nathalie ist die dritte Generation Bowlingspieler. Nico erst die zweite. Lass ein bisschen hinterher. Oh ja. Hey, I don't think we get that. Sie ist schon wieder unzufrieden. But I like the lives. I think, yeah, I love the likes, the lives. Livestream is very special. Conversation with the people. Auch für euch. Mein Englisch ist nicht so toll, aber es wird immer besser. Aber wie gesagt, die Lives machen uns eigentlich viel Spaß. Da könnt ihr auch einfach mehr sehen, wie es wirklich ist. Ich sag mal danke. Hello from New York. Ja, okay. 50.000 hast du geschafft. Das schaue ich mir mal an. Keine Ahnung, bei uns hängt es ein bisschen. Aber das macht nichts, wir sind ja da. Wir wollten eigentlich, ich kann es euch ganz ehrlich sagen, wie wir die ersten 200 Follower gehabt haben, war ich schon begeistert. Wie wir dann die ersten 1000 gehabt haben, war ich mega begeistert. Wie es dann auf einmal 5000 waren, haben wir gedacht, okay, jetzt ist genug.
Und dann die 10.000 geknackt. Das war jetzt seit Januar und seit Januar jetzt auf fast 18.000, das ist schon irre. Heute werden wir wahrscheinlich nur eine Stunde oder anderthalb oder so trainieren. Also sprich, wie spät ist jetzt? 4 bis 5, längstenfalls 5:30. Nee, dienstags gehe ich selten live sozusagen. Ich bin begeistert vom Live, Nathalie nicht so. Da muss sie sich immer zusammenreißen, kann sie nicht so rumzicken. Seit August und 50.000. Na, herzlichen Glückwunsch, Respekt. Und den Mittwoch genieße ich, weil da muss ich nicht trainieren, sondern das macht der Manuel. Und Manuel hat ja doch, sag ich mal, ich habe zwar, nee, ich gebe jetzt an, ich habe viel Ahnung, aber gegenüber von Manuel ist mein Wissen, ja, kannst du knicken. Bitte. 50.000 Follower? Irre. Du darfst uns auch gern folgen. Ich weiß nicht, ich sehe ja nicht mehr, wer alles uns folgt oder wer nicht oder was auch immer. Nein, wir sind abgestiegen. Wir spielen nächstes Jahr keine Bayernliga mehr. Wir haben es richtig verkackt. Waren kurzzeitig noch dran, dass wir es halten können. Also auf vielleicht. Einer Skala von 1 bis 10 verkackt, machst du 12. Ja, richtig. Kann man so sagen. Aber das ist Bowling. Wenn es einfach wäre, wäre es Fußball. Danke fürs Teilen. Die Fragen oder irgendwie sowas, die ich beantworten kann, das ist das andere. Das ist gut, das ist toll. Auf der For Your Page, ja, dann, was mich interessieren würde, da ist das, lass mal ein Like da. Ja, dann komm vorbei und zeig uns, wie viel besser das du bist. Gerne, gerne gesehen. Wir lernen gerne dazu. Mich würde interessieren, wann ich auf welcher For Your Page auftauche. Weil das habe ich irgendwie, das ist ein bisschen schwierig. Also wir werden jetzt dann Landesliga werfen, dann Nico und ich. Oder auch nicht. Nathalie spielt erste Bundesliga. Ihr solltet bitte immer bedenken, das ist Training. Was? Du siehst nur unsere Livestream? Dann tu uns doch mal folgen. Das sind spezielle Schuhe, die rutschen schon, aber halt nicht so viel. Die Hausschuhe, wenn ihr habt, das ist eine reine Ledersohle drauf. Das ist natürlich wesentlich rutschiger. Wir haben da andere Sohlen. Darum meine Empfehlung, das hat jetzt, ja, das ist wirklich so, das Wichtigste am Bowlingspielen sind eigene Schuhe, ganz ehrlich. Okay, siehst du, das verstehe ich eben nicht mit der For Your Page. Wann da wer wo raufkommt, gut, unsere Aufrufe sind eh zurückgegangen. Das ist bei TikTok ganz schwierig. Für den Spin, ja, da gibt es sicherlich ein paar. Nicht so kegeln, nein, nicht so Bowling spielen, wie du kegelst. Und am besten, wie gesagt, ich habe es letzte Mal schon gesagt beim Livestream, nicht zu leichte Kugeln nehmen, das bringt nichts. Ja, weißt du, bei den Videos, das ist das, was ich vorher sagen wollte. Wir machen die Videos eigentlich, um, wie gesagt, Bowling interessanter zu machen. Speziell für Frauen oder Mädels, die dann vielleicht sehen, was man alles machen kann mit dem Sport. Und die Nathalie ist ja relativ erfolgreich oder war relativ erfolgreich. Und jetzt, ja, Tobi, das sind Bälle, das passt schon. Genau, einfach 15 Pfund nehmen und auf die 1 werfen.
13 Pfund, kommt drauf an, wie groß und schwer das du bist. Der größte Erfolg von der Natalie ist im Doppel mit der Franzi Tschech damals bei der Jugendweltmeisterschaft. Bronzemedaille im Doppel. 16. Platz im Einzel. Olli Wendt war sie, war auch, glaube ich, 16. Ja, die Murray, das ist München unter Föhring. 1,80 Meter, 93 Kilo, darfst du eine 15 bis 16 Pfund Kugel hernehmen. 13 ist viel zu leicht. Bälle, ja, passt schon. Alles gut. Danke. Wobei, wie gesagt, es ist Training. Training trainiert man entweder die Bewegung oder eine Linie und nicht aufs Ergebnis. Das Ergebnis ist in zweiter Linie wichtig. Natürlich sollte man die Speer machen, jetzt in dem Fall, weil wir hier auf Spiele spielen. Aber wenn wir normal trainieren, trainieren wir nur die Anwürfe oder nur die Speers. Das heißt, das Ergebnis interessiert nicht. Jo, dann wünsche ich dir aber viel Spaß. Das ist ja auch das Wichtigste. Wie gesagt, vorher nochmal, die Videos machen wir, um es bekannter zu machen. Nichts anderes. Und wir sind süchtig nach Bowling. Also ich bin, meine Mama ist die erste Generation, ich bin die zweite Generation und ich bin schon über 50. Da wisst ihr, wie lange ich schon spiele. Danke, Tobi. Danke für die Likes und die Geschenke von vorher. Ich mich zeigen? Ja, klar kann ich das. Wenn ihr das unbedingt wollt, hoffentlich zerreißt die Kamera nicht. Anni, meine Frau? Eigentlich ja und eigentlich nein. Gemeldet ist sie noch und wenn sie irgendwo aushilfen muss in Unterföhring, wird sie das auch machen. Allerdings bereut sie es dann immer. Danach. Danke, Philipp. Okay, habt ihr keine mehr oder was? Nee, ich spiele heute nicht. Aber du kannst gerne auf unseren Content schauen, da sieht man mich auch spielen. Stichwort Old Man Bowling. Self-Made Bleizig. Er hat 10 Euro irgendwo beim Lidl oder sowas. 3.0, keine Bleizig mehr. Gleitsichtbrille, schwieriges Wort. Aber ich kann sonst den Chat nicht lesen. Keine Chance. Ich kann ihn aber auch irgendwie nicht größer machen. Das ist, Christoph, das ist halt das. Pandemie hat unseren Sport richtig kaputt gemacht. Viele Sportarten, ja, aber unseren Sport. Zumindest die Hallen, das ist einfach eine Katastrophe. Also erst einmal, der eine spielt links, das stimmt, ja. Und Finn. Ich
Dann wollen wir es ja nicht so oft. Das liegt an den Kugeln und an der Ölung. Die Kugeln sind anders wie, eure, wie die Hausbälle, die man da spielt. Und natürlich auch an der Wurftechnik. Die Nati hat den Daumen getaped, aber nicht wegen Schmerzen oder sowas, sondern das ist ein Skinpatch für den Daumen, um besser oder, also die einen nutzen es, um länger im Daumen drin zu bleiben und die anderen nutzen es, um besser rauszurutschen. Da hast du recht, Christoph. 60 Kilometer ist natürlich eine Weltreise. Da brauchen wir auch nicht reden. Ja, Mika. Ja, ich habe schon lange nichts mehr angeschliffen, weil ich mir einfach nicht mehr getraut habe. Ich sag jetzt mal, breit ist sie ungefähr 1 Meter, ich sag jetzt ungefähr, und lang ist sie ungefähr 18 Meter. Genauen Längen brauchst du nicht wissen, das kann man auch überall nachlesen. Hochburg Berlin, jawohl. Grüße zurück. Sind wir ja in 2 Wochen, oder? 2 Wochen sind wir auf der Hasenheide bei der Juniorendeutschen. Könnt ihr auch vorbeikommen. Zuschauer sind gern gegrüßt. Danke. Grüße zurück nach Bremnitz und Gratulation zu eurem Max Lorenz. Habt ihr vielleicht mitgekriegt auf der Europameisterschaft? Europarekord auf 3 Spiele gespielt. Wahnsinn, Wahnsinn. Na klar, vorbeischauen, Zuschauer, wir wollen immer Zuschauer. Da macht das Spielen dann auch mehr Spaß. Und man sieht auch ab und zu die Hackfressen, wenn sie... Da fehlt der 5er Nico auf der 15. Das ist Abbey Road, 40 Fuß. Meinst du mich, Dominik? Ich habe 4-mal schon, also offiziell 300 gespielt. Nicht so oft in 40 Jahren. Aber ich hab's zumindest. Also wie gesagt, wer dann Juniorenmeisterschaft, das ist unter 23, 24, zuschauen will, deutsche Meisterschaft, boah, der war scheiße. Naja, ich habe meine 300, die 4 Stück, auch innerhalb von 2 Jahren gespielt und dann nichts mehr. Also, du hast noch Zeit. Also, ich habe schon 300 gespielt, wie gesagt, und Nico und Nathalie nein. Nathalies höchstes Spiel ist 279. Artikel kenne ich nur von Aufnahmen, war ich selber noch nicht. Nathalie hat da schon Nationalkaderlehrgang gehabt, aber... Ja, die muss sauer sein, weil den Zehner, den Äußeren, den darfst du nicht pfeifen, egal was ist. Das ist, geht einfach, ein No-Go. Den darfst du nicht pfeifen. Jetzt nicht richtig beim No-Tape, aber egal. Muss ja auch erstmal zusammenbringen. Das ist die Dream Bowl Palace in Unterföhring. Ah, Nico Speer. Wäre er gewesen.
Habt ihr es gehört? Das ist nicht gut. Nee, das ist schon. Es ist halt Training. Ich würde sagen, ja, das ist gut. 175 Schnitt nach einem Jahr. Wie gesagt, wenn ihr alle auf TikTok seid, dann ladet doch mal eure Videos hoch. Taggt uns, ich schaue mir das an. Dann kann man da ein bisschen was helfen, wenn ihr wollt. AC in Wildau. Ja, mal gespielt. Eine deutsche Meisterschaft. Jugend war das. 2019. Also nochmal, ladet eure Videos rauf, wie ihr Bowling spielt, damit wir Bowling bekannter machen. Taggt uns, kein Problem, folgt uns, helft uns und dann machen wir Bowling groß. Zumindest in Deutschland oder Europa. Ja, Nathalie. Training läuft relativ gut. Nein, Rendsburg, nee, war ich noch nicht. Oh, das war ein guter. Wenn der Nico nicht davor stehen würde, hätte man es sogar gesehen, der schafft es wieder. Bremnetz, ja. Das war's. Und 5, 7, 10 geräumt, nein. Angeworfen, ja, aber schon öfters hingekriegt. Mittelfinger, Ringfinger, Daumen, wenn du mit drei Fingern spielst. Wenn du nur, also ohne Daumen geht ja auch zum Spielen, dann Mittelfinger und Ringfinger. 40 Fuß los. Nathalie. Es ist ein bisschen speziell, die Ölung des Abbey Road. Hätte ich mir nicht gedacht, sieht nicht so schwer aus. Ich finde es ein bisschen schwierig zu spielen. Bremnitz ist laut. Wir waren oft Nationalkaderlehrgang in Bremnitz. Meine persönlich, ja, gefällt mir nicht so, aber ich bin halt froh, dass es Bowlingbahnen gibt und gerade Bremnitz mit Peter Lorenz und mit Tobias Gäbler wichtig fürs Bowling. Punkt. Das ist das Wichtigste. Und die Arbeit, die in Bremnitz gemacht wird, muss man jetzt auch hier mal offiziell sagen, ist schon irre. Also die machen das schon richtig gut an der Jugendarbeit und überhaupt. Da gibt es gar keine Diskussion, überhaupt nichts. Das ist richtig, da hast du absolut recht. Ich schimpf oft auf verschiedene Sachen, aber die Arbeit, die gemacht wird in Bremnitz, ist super. Nur von Bayern aus nach Bremnitz fahren, auf einen Lehrgang oder sowas, ist halt, ja. Nee, ist nicht Braunschweig, ist München unter Föhring. Dann geh zum Bowling spielen. Auf geht's. Dafür sind wir da. Ist Handball. Ja, dann gibt es öfters. Hallo Marc. Ah, du bist einer von unseren neuen Followern. Herzlich willkommen. Richtig, hast du recht. Aber in Wildau gibt es doch auch dieses XXL-Essen-Dingsbums. Das ist doch super. 19. Ah, Uwe. Hallo, Uwe.
Ein guter? Du warst auch wieder bei dem guten Streik von der Nathalie in der Kamera. Bitte achten Sie. Geh weg. Nein, alles gut. Was man macht. Ja, dann geht's im Bowling spielen, Louis. Auf geht's. Warum die Kugel geputzt wird, weil da immer Öl drauf ist oder Rückstände, die sollten weg sein. Ja, Ludwig ist München Dream Bowl, also Unterföhring. Ja, das war mal ein richtig guter Wurf, da hast du allerdings recht. Okay. Ja, wir gehen meistens mittwochs in Livestream rein. Nee, das ist Abbey Road, 40 Fuß. Links, gell? Ja, ist geil. Kostet aber einen Haufen Geld. Sport machen für die DM. Louis, passt schon, soll noch Kugel schubsen. Thank you. Danke für die Geschenke. Jawohl. nein, also man kann schon Geld verdienen mit Bowling spielen, aber wir jetzt in Deutschland, sage ich mal nicht, da gibt es ganz wenige, die damit Geld verdienen. Das ist in München Dream Bowl Palace. Boah. Da hat jetzt alle zwei überstellt. Alle zwei gleichzeitig überstellen. Ah, nicht schlecht. Nee, über TikTok kriegen wir ein bisschen was, aber das ist minimal. Aber damit haben wir gesagt, sollte da was rauskommen, wollen wir ein paar Turniere mehr spielen können, vielleicht dieses oder nächstes Jahr. Habt ihr gesehen, oder, wie sich der Pin verstellt hat oder beide Pins? Das war schon der Hammer. Danke, danke, danke. Aber in erster Linie machen wir das Ganze, um, ich habe es vorhin schon ein paar Mal erwähnt, Bowling bekannter zu machen. Das Geile ist, du hast gesehen, was die Bahn oben geschrieben hat, für den Anwurf null. Aber gut, manchmal ist es halt so. Nee, ich heiße nicht Markus. Weiß geil. Was kostet der Pfannball, der Fußball, gibt es denn überhaupt nicht? Okay, aber Manuel gerade gefragt, der Funball kostet nur 120. Also, der Funball ist gar nicht so teuer. 120, 130 Euro oder so, sagt er. Rabatt, nee, ja, kriegen wir schon. Also dadurch, dass wir im Verein sind, und Nathalie jetzt auch trainiert für die deutsche Meisterschaft, kriegen wir es ein bisschen günstiger. Wobei hier ein super Angebot ist. Da kannst du nachmittags Powerbowling machen, wenn du alleine auf der Bahn bist und zahlst 18 Euro für 3 Stunden. Also das ist mega. Ansonsten, ihr könnt gerne vorbeischauen. www.meinbowlingshop.de, das ist der Shop von Manuel. Oder halt einfach in die Halle reinkommen, raufgehen, in den zweiten Stock. Nico, mach Pause. Und ich mein Handy. Das ist auch eine Pause.
Bowling, komplette Ausrüstung, also die von der Nathalie, würde ich sagen, kostet 2000. Heißt, das Score, wie gesagt, von der Nathalie ist 2,79. Ich glaube, vom Nico auch so. Höchstes Spiel, Nico? 79. 78. Von mir, wie gesagt, 300. Ende April, Louis. 25. bis 30. April ist die deutsche Meisterschaft. Oh Gott, denn vielleicht veröffentliche ich so einen Trainingsplan mal öffentlich, aber erklären tue ich das jetzt noch nicht, das geht nicht. Alex, auf den Philippinen kosten die Bälle ziemlich viel. Dann schau doch mal den Job und schau doch mal, ganz ehrlich, haben wir das letzte Mal erst gehabt, wie viel es kostet, Shipping zu den Philippinen. Shipping zu den Philippinen. Also, 50. Schreib mal oder such mal E-Max Bowling und schau mal dahin. Ganz ehrlich, da würde ich mir das mal anschauen, weil Mehrwertsteuer ist ja dann nicht damit dabei. Da musst du mal gucken und Shipping kostet nicht ganz so viel. Komplette Ausrüstung? Oi, Alter, das ist ein Haufen. Nee. Achso, doch, ja genau, Louis. Wir sind auch nur Normalos. Das ist... für Kugel für Anfänger, ach Gott. Es gibt eigentlich auf jeder Bowlingbahn oder auf fast jeder Bowlingbahn so einen Pro-Shop. Geh zu dem Pro-Shop und lass dich da informieren drüber. Die haben oft Angebote über eben Anfängerkugeln, sprich Plastikkugeln oder dergleichen. Das würde ich in Anspruch nehmen. Aber wie gesagt, nochmal, ich finde einfach, das Wichtigste ist, sind Bowling-Schuhe. Und dann kannst du immer noch schauen. Und da gibt es oft so Angebote mit, da poppt jetzt gerade leider keins auf, eben Schuhe, Tasche, Bowling-Kugel zusammen. Das würde man machen. Das ist die Spielweise. Das ist die sogenannte amerikanische Spielweise. Darum tauschen die immer die Bahn. Noch irgendwelche Fragen? Habe ich jetzt irgendwas überlesen? Dann bitte einfach nochmal stellen. Wie gesagt, E-Max, Bowling, schaut da mal hin. Das ist unser Sponsor, also sprich der Sponsor von der Nathalie. Vielleicht seht ihr es hinten drauf, mein bowlingshop.de. TikTok ist auch ein Account da. Oh, der war wieder gut. Thank you.
jetzt ist der Manuel da. Jetzt könntest du da mal, wenn ihr wollt, auch was schreiben. Ansonsten wird er nachher mit Sicherheit auch wieder beim Training da sein. Alex, kannst du direkt selber anschreiben. Wir sind übrigens auf Instagram auch, wie der Manuel natürlich, oder auf Facebook, YouTube zu empfehlen. Also, YouTube-Channel von Manuel ist super. E-Max Bowling. Na, Latte ist schon wieder ein bisschen angepisst. Alex, wenn du möchtest, kannst du mir Manuel schreiben? Ja, Christoph, das ist München. Trimbol. Ich mache jetzt eine kurze Pause. Also ich, die anderen spielen da noch weiter. Ich hoffe, sie bleiben ruhig. Was kostet die Bahn? Wird nach Stunden abgerechnet, habe ich jetzt keine Ahnung, in Anführungsstrichen. Wir zahlen ein bisschen einen anderen Preis. Aber ist auch, weil erstens E-Max-Training und zweitens... Okay. Ich bin kurz weg. Wenn was ist, der Manuel schreibt dann schon. A little break. Thank you.
Wow! So, ich bin wieder da, Entschuldigung. War jemand da und hat recht gelästert? Lass sie doch lästern. Warte, wo ist er denn? Nein, warte. Da, warte, warte, weiter, weiter unten. Weiter. Ich war halt noch unter mein Ohr. Nein! Ja, Peter, warte. Nein. Nerdsport, ja, ist doch okay. Lass ihn doch das sagen. Einfach Opfersport. Ach Gott, lass dir doch lästern. Ja, der Ausrüstung nicht passt, hä? Ja, Petermann, dann komm doch einfach mal her nach München oder spiel doch mal ein Turnier über 18 Spiele oder 24 Spiele.
Aber wie gesagt, wenn ihr das zum Hobby spielen wollt, Disco Bowling oder so, ist auch okay. Das ist überhaupt kein Problem. Gut, wenn du seit 5 Minuten festhängst. Leute, lasst die Leute lästern. Jeder, der schon Turniere gespielt hat oder Liga oder so, der weiß, wie anstrengend das ist und welche Muskeln man da hat, die man vorher nicht kannte. Eieieiei. Ich denke, wir werden noch eine halbe Stunde oder so machen. Eins gesehen. Die Kugel, ich wurde vorher wieder darauf aufmerksam gemacht, heißt Ball, ne, klar. Wird deswegen geputzt, weil auf der Bahn ist ja Öl drauf. Und diese Ölrückstände solltest du, wenn du das nächste Mal wirfst, einfach wegputzen. Richtig, Muskelkater ist eigentlich grundsätzlich Programm. Ah, schade. Nee, bei den Hobbybahnen ist auch Öl drauf. Öl ist eigentlich immer drauf. Es gibt auch Bahnen, wo kein Öl drauf ist, ja, aber das macht die Bahnen eigentlich kaputt. Das ist ja Blödsinn. Da ist auch jetzt kein Liter Öl drauf oder irgendwie sowas, sondern auf jeder Bahn, keine Ahnung. Wie viel Öl ist auf jeder Bahn drauf? Schnapsglas. 20 Milliliter, also ein kleines Schnapsglas voll Öl ist da drauf auf der ganzen Bahn verteilt. Ist halt so ein leichter Film, damit die Kugel eben auch rutscht, weil sonst wird die Kugel sofort irgendwo hinrollen. Ist klar. Jetzt aber, was ist hier los? Was ist hier los? 900 Zuschauer, jetzt geht's los. Wow, die 1000. Fast, 1000. Jetzt haben wir die 1000, das haben wir noch nie gehabt. Seid ihr wahnsinnig, wo sind wir denn jetzt? Where do you come from? Ei. Ei. Das ist Abbey Road, 40 Fuß Ölung. Was? Verstehe die Frage nicht, DCP?
haben wir 1100, Wahnsinn. Doch, mit den Standardkugeln kriegst du das auch hin. Es sind nicht nur die Kugeln, es ist schon auch die Technik. Technik, Ölbild, alles. Und Training halt, ganz ehrlich, normalerweise nicht länger wie eine Stunde oder anderthalb. Und dann musste man eigentlich eine Pause machen und dann wieder anfangen zum Spielen, sonst bringt das gar nichts. Es ist halt einfach auch anstrengend, weil es ist nicht nur körperlich, sondern es ist auch ein Kopfsport. Man muss sich halt immer konzentrieren. Das vergessen die meisten immer. Und nochmal, das hier ist Training, es ist kein Turnier. Beim Turnier läuft das alles ganz anders ab. Könnt ihr auch gerne mal, weiß ich nicht, auf YouTube gibt es genügend Videos von anderen Leuten natürlich auch, wo Turniere gezeigt werden. Es ist manchmal langweilig zum Zuschauen, aber für den es interessiert, da sieht man, dass da ein erheblicher Unterschied ist. Ja, ab hier natürlich spielt die Junioren-DM. Jetzt kommt auf. Genau. Okay. Slingshot, was meinst du mit der Graue? Das ist der Räumball. Forta von. Das weiß ich schon wieder nicht. Wie heißt der? Forta von was für einer Marke ist das? Der Räumball Forta von. Genau. Pro-Bowl. Pro-Bowl ist das. Es ist ein Polyurethanball. Also kein Plastikball, sondern Polyurethan. Echt mega, danke fürs Zuschauen und für die Likes und alles. Noch ein paar Spenden und dann ist alles gut. Ich muss ein bisschen betteln. Den gibt es auch in anderen Farben, im Übrigen. Vorbeischauen bei meinbowlingshop.de, beim Shop von Manuel. Mal ein bisschen Werbung machen. Ah, der war auch okay. Maxi Trimball unter Föhring, München. Ja, Gewichte gesendet, sehr schön. Schurig, super, danke schön. Ah, Nico ist fertig schon wieder mit der Welt. Wie gesagt, 1,5 Stunden Training. Ich mache jetzt einen Vorschlag. Also wir machen noch ein Spiel. Also, last game, ein Spiel machen wir noch, was ist da? Warum? Nein, ist nicht schwer zum Anfangen. Ich würde jedem raten, wenn er wirklich Bowling spielen möchte, sich eine Bowlingbahn suchen. Auf den meisten Bowlingbahnen gibt es Pro-Shops und natürlich auch Spieler, die das ein bisschen intensiver betreiben sozusagen, die einfach ansprechen und fragen,
gibt es einen Trainer oder könnt ihr mir Tipps geben oder sowas? Die meisten werden euch Tipps geben und helfen. Also wir hier würden es machen. Ich kann natürlich nicht für alle anderen sprechen. Ja, genau. Stuttgart Feuerbach haben wir schon geworfen, ja? Immer noch fast 1000 Zuschauer, aber wie gesagt, wir werden nur noch ein Spiel spielen, weil dann haben sie schon viel zu lang trainiert. Nächste Woche dann wieder. Jetzt ist dann, jaho! Ein bowlingfreies Wochenende. Und nächste Woche geht es dann intensiv ins Training für die deutsche Meisterschaft dann von den Junioren. Danke fürs Live-Teilen, danke, danke. Welche ausrichten, danke. Die ist ein bisschen angepisst, weil die ist fertig. Wir waren jetzt 4 Tage in London, sind jeden Tag 20.000 bis 25.000 Schritte gelaufen, sind fertig ohne Ende. Ah, Nico, wieder schön vor das Bild gelaufen, super. War ein toller Streik im Übrigen. Oh, Dominik ist da. Weil ich ihm gesagt habe, dass wir in London waren und deswegen fertig sind. Aber nochmal, wenn ihr die Chance habt, euch London anzuschauen, macht es. Ich bin schockverliebt. Ja, Louis, Leroy im Training. Die Speers sind immer noch das Wichtigste. Die Streik kommen von alleine. Umso schlimmer. Naja. Haben die eigentlich schon bezahlt oder müssen wir die Getränke noch zahlen? Nathalie? Haben wir schon bezahlt oder müssen wir die Getränke zahlen? Ach, da, Konstantin war es ja, oder? Ja. Konstantin. Ja, Bowling waren wir nicht, wir waren nur Sightseeing. Kein Bowling. Welche Löcher man in den Spin greifen muss. Ja, super! Nico, nochmal, super! München unter Föhring. Ja, mach ich. Immer in die gleichen Löcher. Also wenn du mit 3 Fingern spielst, immer mit Mittelfinger, Ringfinger und Daumen. Mit 2 Finger, Mittelfinger und Ringfinger. Also definitiv 3 Löcher. Das muss ein Erlebnis gewesen sein, oder, mit dem Dart? Das kannst du ja gar nicht vergleichen mit uns. Der Irre, was da los ist. Ich muss aber dazu sagen, 2018 haben wir hier in München unter Föhring die Jugendmeisterschaft gehabt, die Deutsche, von A und B zusammen. Nico, geh mir aus dem Bild. Wahnsinn. Ah, ich zeig's mal kurz. Da hatten wir auch Stimmung, da hatten wir auch Zuschauer 2018. Das war irre. Also da Mannschaftsfinale, wenn ich mich noch dran erinnere. NRW gegen Bayern. Irre, irre. Nicht mein Ball, aber es ist der Ball von Nico. So sollte man es halten.
Gerne. Jawohl, natürlich wichtig. Komm auf. Durchhalten. Nur noch 5 Häuser, dann ist vorbei. 1300 Zuschauer und wir hören mit dem Live auf. Das ist geil. Zeigefinger und Mittelfinger ist nicht richtig. Nathalie Rebelle sind knappe 7 Kilo, also 14 Pfund. Georg, viel zu spät, aber servus. Ja, wie gesagt, das ist jetzt das Ende des Trainings. Das waren 2 Stunden, das ist fast 2 Stunden. Es ist zu lang, da muss man Pause machen. Abgesehen davon, nochmal, 20.000 steps a day in London. Oh. Ah, Abschlussfahrt oder was, Georg? Richtig, Dreamball. Ich verstehe jetzt nicht, Dankeschön, bis nächste Woche. Ja, das ist seine Ader, das kann er besonders gut. Er kriegt danach wieder einen Anschluss von mir, weil ich werde wahrscheinlich nichts von den Videos verwenden können. Aber er macht nichts, ist so. Hello back to Boston, Massachusetts. But we just finished with the live stream. Thank you.
Also letztes Haus, 10. Haus, dann wir finished. Na, Powerbowling ist auch am günstigsten. Hast du recht. €18. Ist teurer geworden. So. Jetzt vom Nico noch das 10. Haus und dann ist Feierabend. Thank you, Candlepin. Last shot. Yes. So, bye bye. Also, danke fürs Zuschauen. Servus, bis zum nächsten Mal.